Hallo, ja, ich begrüße euch zu einem neuen Video von mir. Heute mal was ganz, ganz anderes. Ja, die Eiersaison neigt sich ja jetzt dem Ende zu und ich habe meine Figuren soweit zusammen und Ferrero macht jetzt Sommerpause und da habe ich mir gedacht, gut, dann besorge ich mal was anderes und zeige doch auch mal was anderes hier. Also es wird jetzt in Zukunft sowieso sich ein bisschen hier verändern. Der Kanal hier wird dies und das mal so ein bisschen präsentiert. Lasst euch einfach mal überraschen. Heute habe ich zum Beispiel diese hier von Hero Planet. Das ist ja eine Agentenpistole. Ja, ob nun eine Airgun, aber das wird es wohl nicht sein. Eher unter dem Begriff ja, Erbsenpistole wohl zu besiedeln, habe ich die hier mal ja, für 1,50 Euro von dem hier geholt, vom Teddy. Und ja, die wollen wir uns jetzt mal angucken. Ist also von 0 bis 3 Jahren nicht geeignet. Also hat somit dann auch schon eine Altersbegrenzung. Und ja, wenn man die kauft, muss man keinen Personalausweis an der Kasse niederlegen. Tja, sieht ein bisschen billig aus, ist es auch, weil 1,50 Euro, naja, das kann nicht so viel sein. Ja, hier ist nochmal der Hersteller drauf. Machen das Ding. Ja, hier sind Kugeln mit dabei. Hier soll auch wahrscheinlich eine Zielscheibe dabei sein. Ja, ich gehe mal von aus. Wie viel werden es sein? 100 Stück. Steht nicht drauf. Tja. Wir machen das hier einfach mal auf und befüllen mal die Pistole damit und nachher werden wir auch noch mal ja einen Schusstest mit dieser Waffe durchführen. Ich finde es auf jeden Fall cool. Ich glaube, das reicht erstmal. Kommt auch nichts raus. Holla die Weltfee. Ja, es kommen gleich zwei Stück auf einmal raus. Tja, wie gesagt, so sieht das gute Stück hier aus. Und wir gehen auch gleich nochmal raus und testen das natürlich draußen. Diese ja, Erbsenpistole, sage ich mal.
und werden mal gucken, was die so für 1,50 € alles zu bieten hat. Also bleibt dran, wir sehen uns gleich draußen. So, nehmen wir erstmal die kleine für 1,50 € und schauen mal. Ja, prima. Ja, also die ist ja wohl eher ungeeignet. Gut. So, kommen wir jetzt zum Schlussfazit. Also, ich sage mal, diese Pistole hier für 1,50 €. Naja, ich meine, ab und zu schießt sie ja, wenn nicht nur eine, sondern dann auch 4, 5 Stück auf einmal. Ja, Kugeln passen circa 20 Stück rein. So, Pi mal Daumen. Ich sage, für 1,50 € ist das mal ein netter Gag. Aber ich sage mal, in meiner Kindheit, die Erbsenpistolen, die wir da hatten, die waren schon wesentlich besser wie dieses Kram jetzt hier. Also, ja, wer ein bisschen rumher spielen will, der kann sich hier so ein China Erbsenpistole sich besorgen. Das ist der Gag mal wert. Aber für mehr reicht es leider nicht. Gut, das war jetzt dieses Video. Es war mal ein anderes Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, das mal zu testen. Wenn ihr davon mehr haben wollt, sagt Bescheid. Schreibt es unten in die Kommentare. Also ich wäre gerne bereit, da noch so ein paar Dinger zu testen. Jetzt nicht hier in 1 oder 3 € Sektor, sondern ab und an auch mal, ich sage mal, was anderes. Aber so in dieser Richtung her kann ich mir gut vorstellen, dass ich das ab und zu dann mal machen werde. Gut, danke fürs Zuschauen. Lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.